Hallo und willkommen zurück bei Hollow Knight. Wir sind in den Gärten der Königin und haben die letzte Hirschkäferstation freigeschaltet. Und der Hirschkäfer kann uns jetzt ins Hirschkäfernest bringen. Und ich will jetzt einfach mal gucken, was dort ist. Besonders, weil der Hirschkäfer ja unbedingt so gern dahin wollte. Also, ich bin gespannt. Oh, das sieht aus wie die vergessene Wegkreuzung. Und von hier aus kann ich ihn nicht rufen. Wenn ich ihn von hier aus nicht rufen kann, bedeutet das, dass das hier eine Sackgasse ist. Einmal mit ihm reden. Sagt er noch irgendwas? Nö, er sagt gar nichts dazu, dass er wieder zu Hause ist. Oh no. No, die sind alle tot. Maskenscherbe hin und her, aber die sind alle tot. Och, Menno. Oh. Frage, kommt der wieder runter? Ja. Ich gehe natürlich erstmal wieder in die andere Richtung. Da ist eine große Tür, aber ich gehe erstmal nicht dorthin. Was ist das? Ein zerbrochenes Ei. Es ist leer. Oh, vielleicht ist noch ein letzter Hirschkäfer geschlüpft. Das wäre ja toll, wenn hier noch ein junger Hirschkäfer wäre. Nein. Ich bin wieder in den heulenden Klippen. Ja. Bravo. Gut, das heißt, die Hirschkäferstation war dazu da, uns das allerletzte eine Maskenscherbe zu bringen. Es ist jetzt nicht die allerletzte, weil mir noch drei andere fehlen, weil ich mich noch nicht genügend umgesehen habe. Was hältst du von meinem alten Heim, kleines Wesen? Es war einst voller Leben. Hirschkäfer kamen und gingen, tauschten Geschichte über Orte aus, die sie besucht hatten, und Reisende, denen sie begegnet waren. Ich sehe mich schon seit langer Zeit als den einzigen, der noch übrig ist, den letzten Hirschkäfer. Aber nun, da ich wieder im Nest bin, liegt da etwas in der Luft. Ein Geruch oder eine Wärme, vielleicht eine Präsenz? Kann es sein, dass ein anderer Hirschkäfer ihren Weg in die große Welt gefunden haben? Ach nee, das andere? Ja, ich werde diese Hoffnung bewahren. Meine Familie, immer noch am Leben, immer noch da draußen, die jenseits dieser Länder reist. Ich jedoch könnte niemals die Hirschkäferwege im Stich lassen. Nicht solange Reisende sie noch brauchen. Ich kann sehen, dass du noch Wichtiges zu tun hast, nicht wahr, kleines Wesen? Ich werde dein Gefährte bleiben, solange mein alter Körper noch durchhält. Lass uns die alten Hirschkäferwege dieses Königreichs noch ein wenig länger gemeinsam genießen. Er ist sowas von passioniert. Das ist schon echt bewundernswert. Na gut. Gut, dann geht's jetzt wieder zurück in die Station der Königin. Da ich hier sicherlich noch... Oh. Ups, nein, Ich habe Station der Königin mit Garten der Königin verwechselt. Da. So. Genau. Es ist die Frage, ob dieser Käfer, der da immer die Pilze ist an der Station der Königin, der hat gesagt, die Nebelschlucht ist eine natürliche Grenze zweier Länder. Deswegen denke ich einfach mal, in der Stadt der Tränen hat irgendwie ein König residiert und hier ist ein anderes Königreich, in dem irgendeine andere Königin residiert hat. Macht das Sinn? Ich hoffe es einfach mal. Das würde erklären, warum die beiden ihre Stationen so weit auseinandergebaut haben. So. Ich sehe ja, die Karte ist eigentlich schon ziemlich voll. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier noch so viel brauche. Ja. Da oben ist noch ein Weg nach links, aber ich denke, der wird uns nur in den Grünweg führen. Ich möchte trotzdem einmal gucken. Ach nee, hier war das gar nicht.
So, wo war das dann? Genau, hier habe ich mich auch noch gar nicht umgesehen, weil ich dachte, ich hätte die Hirschkäferstation. Ja, weil hier die Hirschkäferstation nicht war. Und puff. So, das ist der richtige Weg, gut. Ach, come on. Es hat auch nicht die Dash-Reihe, es geht auch, es ist mies. Jetzt hatte ich es geschafft und muss ich hier schon gleich am Anfang wieder sterben? Muss das sein? Ich kann da nicht rüberspringen, das geht nicht. Das... Ach komm on, wie habe ich denn das eben gemacht? Nee. Das ist jetzt wieder peinlich. Peinlich hoch 10. Aber es ist auch wirklich ein Stück zu kurz, der Abstand zwischen den beiden Plattformen. Und ich kann... Also mit Springen, glaube ich, wird das nichts, weil ich mir dann den Kopf an den Stacheln da drüber stoße. Ach ja, Stacheln sind einfach nicht meine Freunde. Ich meine, bist du schon hier. Aber... Die Seele sitzt da natürlich auch so scheiße wieder. Ich sehe schon kommen, bevor... Alter! Ja, du musst hier hochkommen, anders geht das nicht, Seele. Immerhin ist ihm die Stacheln gefallen, aber jetzt darf ich hier mit 2 Lebenspunkten durch. Ja, yippie-yay-yay. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, ich muss mich von der ersten Plattform einfach runterfallen lassen. Aber jetzt mit 2 Lebenspunkten hatte ich auch absolut gar keinen Bock da drauf. Jetzt nochmal was anderes zu versuchen. Ach ja. Ich hoffe, ich krieg das noch irgendwie hin. Nein! Ach, Menno. Komm bitte einfach hierher. Komm hierher, bitte. Sehr gut. Okay. Dann jetzt mal anders. Ich habe noch ein paar Versuche. Na, geht doch. So, jetzt bitte nicht noch mehr davon. Ja, du machst noch was, ich weiß das. Gut, ich bin wieder außerhalb der Karte. Ich gucke erstmal nach oben. Auch wenn hier... Oh. Wenn hier überall Stacheln sind, ich das nicht witzig finde. Ach ja, meine Lieblingsgegner. Aber wenn ihr euren Kram so weit nach oben wirft, wo ich nicht rumstehe, dann ist mir das auch recht. Noch einer. Oh, das kann man einfach zerschlagen. Oh,
Oh, da sterbe ich nur dran. Oh, da kann man aber rüber. Die Frage ist, möchte ich das schon? Möchte ich erstmal hier weiter gucken? Oh, hier bin ich wieder im... Oh, ein Bäumchen! Ja, okay, ich wusste, dass es genau... Oh. Ach ja, hier war ein Gefäßteil, oder? Gut, dann machen wir das Bäumchen mal eben fertig. Schließlich. Ach, wir können auch schon wieder zur Seherin zurück. Das ist ja herzallerliebst. Gut. Oh, an diesem Bäumchen sind aber viele kleine Traumessenzen drin. So. Immer noch nicht voll, das Bäumchen. Na gut. Ah, da liegt noch einer. Das war's noch nicht. Habe ich denn was übersehen? Da ist der Raum zu Ende. Dann muss ich noch mal hier hochgucken. Nein, hier ist nichts drin. Ach, da oben. Okay. Und hopp. Und da ist das Bäumchen voll. Sehr schön. Und der Weg ist jetzt auch frei. Wunderbar. Gut, dass ich hier zuerst reingegangen bin. Dann kann ich jetzt versuchen, hier hochzuklettern. Oh, das ist so... Ich würde das gerne abbrechen können. Ist auch wieder zu niedrig, oder? Dass ich das nicht abbrechen kann, ist... etwas nervig. Ach, come on. Ich möchte den ganzen Weg nicht nochmal gehen, nachdem ich die Stacheln schon so... Ich wollte nur das Viech aus dem Weg nehmen, auch wenn ich es bisher immer geschafft habe, das zu überleben. Ich glaube, da oben ist nur ein Wurm, aber was heißt nur? Würmer sind wichtig. Oh nein! Und diese Geschicklichkeitsdinger immer. Na klar, das ist ja Jump and Run, aber... Warum bin ich ausgerechnet in diesem Spiel so schlecht da drin? Warum muss ich den ganzen Weg nochmal gehen? Besonders... Was ist, wenn ich jetzt diese Stachelstelle da nicht überlebe, wo ich die ganze Zeit eben gequäppt bin? Das sind 5700 Münzen weg. Ach ja, gehen wir mal einfach nicht vom Worst Case aus. Ich krieg das hier jetzt auf Anhieb hin, ohne einen Lebenspunkt hier dran zu verlieren. Ist ja keine Seele mehr da, die mich hier ärgert. Es wäre auch zu schön gewesen. Gut. Hier geht's auch noch rein. Was wohl hier drin ist. Ich glaube, ich sammle erstmal mein Geld wieder ein, oder? Und versuche den Wurm da oben zu kriegen. Ach.
Der Lebenspunkt war unnötig verloren. Nee. Oh! Ach ja, ich vergesse ja immer, dass ihr noch eine Gemeinheit auf Lager habt. Wieder viel zu viele Lebenspunkte meiner Ansicht nach verloren. Es fliegt auch durch Wände, es ist... Welche keine... Ah, nein! Und dann wirft er mich in die Stacheln und es zieht 2 Lebenspunkte ab. Ach, come on. Der Weg nach da oben hat mich schon wieder so viel Leben gekostet, das ist schon echt nicht mehr witzig. Oh Mann. Immerhin scheint meine Seele gleich hier am Anfang zu sein. Das ist schon mal was. Versuche ich das jetzt mit 3 Lebenspunkten oder gehe ich erst unten weiter? Ach komm, das ist nur ein Wurm, das... Sollte schaffbar sein. Ich war an der Wand. Hauptsache, man rutscht doch noch ein kleines Stück. Oh ja, du bist jetzt im Weg. Es ist wirklich Millimeterarbeit hier. Okay, nein, so geht das nicht. Wie geht denn das? Ach, muss ich jetzt hier wirklich nochmal? Muss das jetzt sein? Ja, muss es. Es ist. Okay, das ist wirklich die. Mit die abartigste Stelle, die sich dieses Spiel bisher ausgedacht hat. Der eine Block geht kaputt und der geht's nicht. Besonders abartig ist ja, dass man das hier auch immer wieder machen muss. Ich verliere doch schon meine ganzen Lebenspunkte, bevor ich da überhaupt hinkomme. Es ist so traurig. Ach, weißt du was? Ich hab keine Lust. Ich hab noch 1000 ranzige Eier. Das ist... Come on. Ich glaube, ich lager mein Geld nochmal in der Bank ein. Das ist nicht witzig. Das behagt mir überhaupt nicht. Er schießt mich. Okay, ich habe nichts mehr zu verlieren, also einfach wieder nach oben. Das ist gekillt durch so eine... durch so etwas Doofes, weil ich wieder zu ungeduldig war, einfach zu sagen, okay, ich gehe hier vorsichtig nach unten. Weil ich wieder, ja, fällt man in ein Ding und prallt ab und fällt in Stacheln rein. Das ist, ach. Das war wirklich, wirklich dumm. Da bin ich jetzt selber schuld. Jetzt gerade dadurch, dass ich durch das Backtracking auch wieder so viele Münzen hatte. Naja, die Händler waren eh aufgekauft. Komme ich hier natürlich auf Anhieb durch.
Oh, diese Viecher sind. Ich bin schon wieder viel zu gefrustet, um dieses Spiel zu spielen. Ich sollte damit schon wieder aufhören. Oh Gott, dass ihr durch Wände schießen könnt, ist. Mann, bis ich meinen Versuch hinkriege, da dieses dämliche Sprungrätsel, also Geschicklichkeitsrätsel zu schaffen, bin ich doch schon wieder tot. Okay. Kann nur besser werden. So, jetzt. Ich darf immerhin mit allen Lebenspunkten versuchen, dieses Ding hier zu machen. Ich hätte diesen Käfer unglaublich gerne aus dem Weg. Okay, wie soll das gehen? Ach, man muss irgendwie an die Wand darüber, aber wie? Oh, jetzt da. Und dann darf man das Ganze nochmal machen. Der ist gerade im Weg. Flieg mal bitte weg. Danke. Ich glaube, ich habe die behindertste Stelle im ganzen Spiel gefunden. Das ist zu hoch, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Und wie geht das jetzt? Du hast mich 5.700 Münzen gekostet, weißt du das? Man hier natürlich auch nicht mehr einfach runter. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf, wirklich. Was doof ist, nur wenn ich meine Seele nicht wiederhole, dann kriege ich von Gigi nicht, dann wird mein Gefäßteil nicht voll. Also, ich mache jetzt was ganz, ganz Bescheuertes. Ich mache freiwilligen Selbstmord, weil. Ansonsten wird mein Gefäßteil nämlich nicht voll. Und ich kann nicht genügend Seele holen, aber ich will da einfach nicht nochmal nach oben hin. Das ist mir zu dumm. Gut. Gut. Aber ich bin sowieso jetzt gefrustet. Ich muss die Episode beenden. Also bis dann. Wünsche ich euch erstmal wieder alles Gute und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.